Liebe Schwestern und Brüder, es ist mir eine Freude, Sie herzlich zur heutigen Sonntagsmesse begrüßen zu dürfen. Im Leben treffen wir viele Entscheidungen, ob klein oder groß. Aber wissen Sie, welche Entscheidung unser Leben völlig verändern kann? Wenn wir uns entscheiden, wessen Worten und wessen Leben wir in unserem Leben folgen wollen, verändern wir unser Leben völlig. Wenn wir uns die Wahlergebnisse in Österreich anschauen, sehen wir, dass viele junge Menschen Herbert Kickl wegen seiner Ideologie folgen. Statistiken zeigen, dass ein beträchtlicher Teil der jungen Wähler sich von ihm angezogen fühlte, vielleicht, weil sie ihn als Stimme des Wandels sehen oder er ihre Werte widerspiegelt. Doch heute, in unserem Evangelium aus Markus 10, 17 bis 30, sind wir eingeladen, jemandem zu folgen, der weit größer ist als jede politische Figur, Jesus Christus. Wissen Sie, wem viele Menschen auf dieser Welt folgen? Wussten Sie, dass Cristiano Ronaldo auf Instagram 602 Millionen Follower hat? Selena Gomez hat 428 Millionen Follower und Dwayne The Rock Johnson folgen 392 Millionen Menschen. Was macht diese Sportler und Filmschauspieler so anziehend? Was haben die Menschen, die diesen Profis und Promis folgen, davon? Wenn man genau dahinter schaut, gibt es nichts Besonderes an ihnen, sondern ihre Fans und Bewunderer folgen ihnen wegen ihres Ruhms, Erfolgs und Einflusses. Statistiken zeigen, dass auf dieser Welt viele Verbrechen geschehen, weil man sich von falschen Menschen beeinflussen lässt und ihren Ideologien folgt. Sogar ich habe das Glück, dass mir über 10.000 Menschen auf Instagram, Facebook und YouTube folgen. Aber hier stellt sich die entscheidende Frage: Kann Ronaldo, Selena oder auch ich zu den Followern oder Abonnenten sagen, folge mir und ich werde dir das Leben schenken? Nein, das können wir nicht. Aber Jesus sagt genau das. Wenn wir Jesus folgen, verspricht er uns ewiges Leben, eine Beziehung zu Gott und wahren Frieden für unsere Seele. Das Folgen von Prominenten oder einigen ihrer Freunde kann uns Unterhaltung, Motivation oder soziale Verbindungen bringen, aber keiner von ihnen kann uns ewiges Leben versprechen. Jesus ist der Einzige, der uns das ewige Leben anbieten kann. Überall in der Bibel sehen wir Menschen, die das Leben fanden, weil sie Jesus folgten. Es ist wichtig, Jesus nachzufolgen, um Licht in den dunklen Zeiten unseres Lebens, Freude in den traurigen Zeiten, Frieden in Zeiten ohne Frieden und Hoffnung in Zeiten der Hoffnungslosigkeit zu finden. Wer von euch geht in den schönen österreichischen Bergen gerne wandern? Viele von euch, nicht wahr? Jetzt mal ehrlich. Wer hat schon einmal versucht, während einer Wanderung eine Abkürzung zu nehmen, weil man dachte, den Weg besser zu kennen und dem Wegweiser nicht zu folgen zu müssen? Was ist dabei passiert? Ist das Experiment gelungen? Ah, typisch. Man glaubt, man spart sich Zeit und landet dann plötzlich im Nirgendwo, oder? Vielleicht sogar mitten auf einer Kuhweide oder vor einem Abgrund. Diese Erfahrung kennen wir wohl alle. Man denkt, man hat alles im Griff und dann merkt man, ups, das war wohl nicht die beste Idee. Aber wisst ihr, das Leben ist manchmal genauso. Wir versuchen auf eigene Faust voranzukommen, obwohl Jesus uns als Wegweiser bereits den richtigen Weg zeigt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir ihm folgen, dann brauchen wir keine Abkürzungen, weil er uns direkt zum Ziel führt, ohne Umwege. Also, lasst uns Jesus nachfolgen, wie wir den Wanderwegmarkierungen folgen. Denn wenn wir ihm vertrauen, führt er uns sicher durchs Leben, ohne dass wir uns auf der falschen Alm wiederfinden. Eines Tages fragte ich in meinem Sonntagskatechismusunterricht, warum sollten wir Jesus folgen? Ein kleiner Junge hob seine Hand und sagte, ich möchte Jesus nachfolgen, weil ich mir das einfacher vorstelle, als meiner Mama den ganzen langen Tag durch das Einkaufszentrum folgen zu müssen. Eigentlich verschwenden wir unser Leben, wenn wir nicht Jesus, sondern anderen Menschen hinterhergehen. Deshalb werden unsere Familien und wir ab heute die Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen. Wenn Sie diese Entscheidung heute treffen, bedenken Sie, dass Sie sich und Ihrer Familie ein großes Geschenk machen. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Jesus nachzufolgen bedeutet, ihn als edel und erhaben über alles und jeden zu betrachten, ihm nachzueifern, seine Worte zu hören und ihn die Beziehung zu ihm immer wieder lebendig zu gestalten.
Warum fällt uns das manchmal so schwer, Jesus zu folgen? Besonders die älteren Brüder und Schwestern unter uns möchte ich zum Nachdenken anregen, indem ich die Frage stelle: Was hindert euch jetzt im höheren Alter daran, Jesus nachzufolgen? Vielleicht sagen manche: Ich bin zu alt, um noch etwas zu verändern, oder ich habe schon immer so gelebt, warum sollte ich daran jetzt noch etwas ändern? Aber Jesus ruft uns in jedem Alter auf, ihm zu folgen. Nun ergibt sich die große Frage an uns alle: Willst du Jesus nachfolgen? Ja? Möchtest du das ewige Leben? Ja? Dann bedeutet das, dass wir bereit sein müssen, loszulassen. Sei es unser Besitz, unsere Ängste oder unsere Ausreden. Zum Abschluss möchte ich meine Predigt in einigen Sätzen noch einmal zusammenfassen. Wenn wir uns entscheiden, Jesus wirklich zu folgen, bedeutet das, dass wir ein Leben voller Sinn und Ziel führen. Es bedeutet, dass wir das ewige Leben in seiner Fülle erleben werden. Seid mutig, lasst los, was euch hindert, und folgt Jesus nach. Das ist der Weg zu wahrem Frieden und ewigem Leben.